Ist gut. Ja. Wie heißt es? Gut, danke. Du auch. Danke. Komm, dann weiss ich, hast du mir alles überlangt. Ja, das ist König zu finden. Ich kann das nachnehmen. Ja, das stimmt. Das ist ganz lieb. Willst du einfach mal umschauen? Ist das gut? Gerne, ja. Zeig es dir mal. Super, schön. Das Auge geht immer zuerst aufs Bild. Oder? Ja. Und legst vielleicht mal einen roten Hut an, legst vielleicht mal einen dunklen Hut an, spielst, machst Grimassen oder was auch immer. Weil es geht nicht darum, dass wir irgendwo durch ein statisches Bildmaterial hineinstellen. Es kann auch mal etwas völlig lustig inszeniert ja. sein. Ja, weißt? Dann ist es ein Stuhl groß. Hör schnell, Schau mal den Hut an, Julian. Ja. Genau. Wie es nicht, der Papi? Ja, genau. Wo haben die eigentlich die Wohnung bekommen? Also, das, ist alles von ursprünglich hier drin? Das ist bestehend, ja. In dieser Hütte rein? Nein, zuerst war es im Dorf und im 61 haben sie es unterbaut. Oder? Mhm. Und dann, aber eben die ich nehme an, die wird schon in der alten Firma gestanden sein, wie sie dran sind. Und die Maschine, siehst du? Ja. Kannst du das Zeug selber auch bedienen? Ja. Also, aber gut, du hast nachher einen Motor gemacht. Nein, also ich bin jetzt nicht. Also ich mache alle Modelle. Ich bin von der Küche auf. Mache ich das. Und mit was haben wir am meisten zu kämpfen? Ich sage nicht einmal zum Arbeiten einhalten. Ich glaube, es ist eher so. Also halt. Mit dem Personal, oder? Also ich glaube, ich habe am meisten zu kämpfen, indem ich die Geschäftsleitung machen muss und unten noch mithelfen und einfach so alles unter einen Hut zu bringen. Das ist für mich jetzt die grösste Herausforderung. Alles unter einen Hut bringen? Ja, genau. Oder? Was ist denn die Aufgabe von der Mutter noch? Sie tut hauptsächlich die Näharbeit koordinieren, was Gas gibt. Eben die Uniformmütze, die du vorhin gesagt hast, die sie da vorne hat. Sie macht hauptsächlich da. Klar, die richtigen Angelegenheiten, wenn sie dann auch so. Was hat dich auch noch dazu inspiriert, um den Laden zu übernehmen? Ja gut, sie war ja immer der Familie und sonst, also eigentlich wie der Julian Interesse zeigt, sonst hätte ich einfach eben meine Mützenschneiderei weitergeführt. Oder nur den Betriebszweig, wie mit Filz. Sachen, wenn ich nie etwas dazu kann. Hast du nichts am Hut gehabt? Nein, das kann man nicht so sagen, aber nichts zu tun damit. Oder? Ich war ja bei meinem Schwager einfach angestellt für das Metier. Mützen. Und sonst war ich eigentlich nicht in Betrieb. Hier ich denke, so wie ich das wahrnehme, haben du und Julia ihr habt eine Berufe gefunden, die eine Freude haben. Ja. Denke ich, wo ja. Beide mit Engagement machen. Aber wenn du irgendetwas könntest, streichen könntest, was wäre das? Du, ich denke, wir müssen Nadix noch einfach gewisse Sachen produzieren. So also ein im Sinn von? Also wir müssen wirklich noch Flurbereinigung machen. Ja, aber eben, das kannst du natürlich nicht verwerten, aber voneinander. Sobald ich heimkomme, packe ich sie mal schnell rein, mache ich Struktur. Dann ist die Sache noch frisch und dann kann ich mich am besten zurückbringen mit meinen Notizen zusammen. Ja. Und wenn man etwas fehlt, bin ich locker noch, oder Freitag. Ja, dann ist es nicht da.